Die meiste Musik. Die meiste Musik. Radio SWN Franken. Rund um die Uhr, wann immer du willst. Es ist der Stadt Schweinfurt eine große Freude und Ehre, Sie, Exzellenz, heute, zumindest in meiner Amtszeit, erstmals im Rathaus der Stadt Schweinfurt begrüßen zu dürfen. Hier in unserem repräsentativsten Raum. Sie mögen aus Würzburg prunkvolleres gewohnt sein, aber wir Schweinfurter schätzen es schlicht funktional. Und auch das damals schon in der Renaissancezeit, die Bauphase dieses Rathauses, 1570 bis 1572 erbaut. Damals, Exzellenz, hätten Sie hier nur schwerlich, zumindest ohne entsprechende militärische Unterstützung, Zutritt erhalten. Heute haben sich die Zeiten Gott sei Dank sehr ins Positive verändert. Vielleicht nur ganz wenige Worte zum Rathaus selbst. Das Rathaus gilt ja als eines der schönsten Renaissance-Rathäuser nördlich der Alpen, ist aber auch ein wenig Symbol für die Kraft dieser Stadt Schweinfurt und den Wiederaufbau willen, denn Sie müssen sich vorstellen, dass die Stadt Schweinfurt nach dem Markgräflerkrieg 1554 nahezu vollständig zerstört war. Man spricht davon, dass nur 24 Häuser gestanden haben, und die Schweinfurter haben also wenige Jahrzehnte später dann nicht nur den Mut, sondern auch die Mittel aufgebracht, dieses stattliche, große, vielleicht damals sogar für die Stadt selbst zu große Rathaus zu erbauen. Damals hatte Schweinfurt nur etwa 3000 Einwohner, etwa 800 Bürger, die ja auch dann ihren Beitrag hier leisten mussten. Wir nutzen diesen ehemaligen Ratssaal heute als Trausaal, aber eben auch für besondere Anlässe, und dies ist so ein besonderer Anlass für uns. Schweinfurt, Sie kennen es, Sie waren schon häufiger bei uns zu Gast, ist natürlich geprägt durch Industrie, durch den Sport, durch die Wirtschaft insgesamt. Es ist aber auch eine Stadt der Kultur geworden, und wir sind eine im besten Sinne des Wortes ökumenische Stadt, denn waren wir auch bis zur Übernahme sozusagen durch das Königreich Bayern eine freie evangelische geprägte Stadt gewesen. So kamen dann spätestens durch die Industrialisierung, Bau der Eisenbahn, die Katholiken nach Schweinfurt, und heute darf ich sagen, pflegen wir ein insgesamt sehr harmonisches, konstruktives, gutes Miteinander der beiden großen Kirchen. Es ist allerdings nicht die einzige Religionsgemeinschaft, die Schweinfurt bestimmt. Wenn Sie die neueste Sinus-Studie verfolgt haben, dann wird Ihnen aufgefallen sein, dass Schweinfurt mittlerweile einen angeblichen Migrationsanteil von 53% unserer Bevölkerung aufweist, was natürlich auch bedeutet, dass unsere muslimischen Mitbürger mittlerweile eine zahlenmäßig große Gruppe formen, die derzeit in drei verschiedenen Moscheenvereine sich untergliedern. Und Durchsicht die einzig wachsende Religionsgemeinschaft in der Stadt Schweinfurt sind, sodass wir hier natürlich auch durch den Islam hier zunehmend mitgeprägt sind. Auch das vielleicht zu kommen. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren des Stadtrates, liebe Mitbürger, ich freue mich und weiß, diese Ehre zu schätzen, die mir heute Morgen zuteil wird, dass ich in dieses altehrwürdige Rathaus der Stadt Schweinfurt kommen darf. Mein erster Besuch in Schweinfurt, in St. Kilian, als ich gerade wenige Wochen in Würzburg war, wurde mit folgenden Worten eingeleitet von einem Mitbruder: Sie wissen, lieber Herr Bischof, Schweinfurt war immer eine freie Reichsstadt und dem Bischof von Würzburg gegenüber sehr kritisch. Da wusste ich ja schon mal Bescheid. Das war also der Beginn, und er deutete eine lange Tradition Schweinfurts an, die sich eben bis in die Gegenwart hinein auswirkt. Aber was mir besonders gut gefällt, Schweinfurt ist in meinen Augen eine mittelgroße Stadt, nicht groß, aber mit ungeheurer Energie. Dass hier also die Industrie zu Hause ist, macht den Standort
auch für viele Menschen attraktiv, weil sie hier Brot und Arbeit haben. Aber es ist auch eine Stadt der Kultur geworden. Im Laufe der letzten Jahre hat sich Schweinfurt immer mehr in die Kunstszene hinein geöffnet und auch weit über Deutschland hinaus Maßstäbe gesetzt. Ich kenne das aus internationalen Begegnungen, dass auch hier Ihr Schäfermuseum einen großen Ruf hat. Und das hat mich eigentlich fasziniert, Industrie und Kultur. Dass man also die Arbeitswelt des Menschen mit der Lebenswelt, mit der Kultur verbindet. Und das gehört zusammen. Und gerade in Zeiten, in denen es der Wirtschaft schlecht geht, werden auch die Menschen vor Ort leiden, wenn Entlassungen anstehen. Das ist eine betrübliche Situation, der sie hier alle unterworfen sind. Und sie werden das ja im Konkreten in Einzelfamilien direkt mitverfolgen können. Zum anderen aber lenken sie den Blick der Menschen auch eben auf Lebenswerte, sodass auch das Lebensumfeld eine andere Bedeutung gewinnt. Der Mensch ist nicht nur zum Arbeiten da, zum Essen und Trinken, sondern er hat ja auch eine andere geistige Dimension. Und ich weiß, dass Schweinfurt eine ökumenisch geprägte Stadt ist, dass die evangelischen Christen ja viele Jahrhunderte die absolute Mehrheit hatten. Das hat sich auch durch die Bevölkerung in der Industrie verschoben. Und ich denke, wir sind inzwischen alle so weit, dass wir wissen, ob katholisch oder evangelisch, wir alle ziehen an einem Strang. Und wir sind in dieser Gesellschaft Strömungen ausgesetzt, die bis hin zu atheistischen, agnostischen Überformungen geht, sodass wir als Christen auch gemeinsam reden müssen, um auch die gemeinsamen Werte unter den Menschen zu bringen. Dass der Dialog mit den Muslimen ansteht, wissen wir auch. Und es ist in der Tat so, dass viele Muslime in unserem Land einfach auch beheimatet werden müssen. Sie müssen in Deutschland auch Wurzeln schlagen und dürfen nicht als eine separate Gruppe so am Rande der Gesellschaft existieren. Von daher sind auch Moscheen auch wichtig, dass sie Orte des Gebetes haben. Ich weiß aus Indien, da schleppten Hindus einen kreuzförmigen Stein über viele, viele Kilometer, den hatten sie in einem Flussbett gefunden, auf einen Dorfplatz. Und dann fragte man, ihr seid doch Hindus, warum bringt ihr denn ein Kreuz? Und dann haben die Hindus gesagt, die Christen brauchen eine Stätte, wo sie beten, denn wenn sie sich nicht beheimaten, dann fühlen wir uns sehr unwohl. Das ist auch eine umgekehrte Sache, die wir auch sehen müssen. Von daher ist der Dialog, der mit den Muslimen insgesamt nicht sehr einfach ist, weil eben die Zersplitterung noch viel größer ist als bei uns im Christentum, ist es sehr schwierig, da einheitliche Positionen miteinander abzusprechen, aber wir müssen dranbleiben und das geschieht auch. Und diese Tage der Visitation jetzt in Schweinfurt zeigen mir ganz nah am Ohr der Menschen, was sie bedrückt, aber auch was sie erfreut. Ich höre sehr viel Positives. Es ist sicher eine im Moment auch wirtschaftlich sehr positive Stimmung. Ob die so bleiben wird, wissen wir ja leider nicht. Aber dass ich also auch gerade für die Menschen eintrete, die ihren Arbeitsplatz verlieren, das hat sich ja wahrscheinlich rundgesprochen. Ich habe immer wieder Gespräche mit den Menschen gesucht, die die großen Firmen leiten, um auch ihre ethische Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern deutlich zu machen und nicht zu sagen, das kann man nicht einfach wegrationalisieren, sondern da stecken Familien hinter und wir müssen deren Leben einfach mitverantworten. Und so das geschieht also in einem viel größeren Maße, als die Öffentlichkeit weiß, weil ich natürlich Einzelaktionen nicht publik machen kann. Damit wäre meine Hilfe von vornherein schon unterbrochen, wenn ich das machen würde. Aber es ist so und ich freue mich auch, wenn es dann kleine Erfolge gibt. Und ich denke, dass der heutige Tag mit dem Besuch im Rathaus auch wieder ein Stück Annäherung bringt, eine jahrhundertealte Trennung ein Stück weit aufhebt. Und Herr Oberbürgermeister, das darf ich sicher sagen, dass in Ihrer Person die Stadt Schweinfurt einen Repräsentanten gefunden hat, der in der Lage ist, nach allen Seiten hin zu vermitteln und eben auch die Bedeutung dieser Stadt sehr, sehr gut zu präsentieren. Ich bedanke mich bei den Damen und Herren des Rathaus, bei Ihnen, Frau Bürgermeisterin. Ich glaube, dass Sie eine ganz wichtige Aufgabe haben, miteinander eben für das Wohl der Menschen vor Ort einzutreten. Das steht manchmal über Parteigrenzen, dessen bin ich mir sicher.
da wir auch für das Heil zuständig sind, ist es nicht immer von den Leuten einfach zu verstehen, was passiert. Aber dass wir versuchen, kommunikativ zu sein und das rüberzubringen, das soll die Visitation im Grunde zeigen. Ich danke Ihnen.